Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Kronfaktor. Hier suchen und finden wir die echten Hintergrundgeschichten zu den als wahr angegebenen Geschichten von X-Faktor das Unfassbare. Heute widmen wir uns der Folge Der Hochzeitstag aus der ersten Folge der ersten Staffel zu. Ein großes Dankeschön an Pascal, der mich auf die Hintergrundgeschichte aufmerksam gemacht hat. Jetzt also zur Folge. In der X-Faktor-Folge Der Hochzeitstag erwischt Sharon ihren Ehemann John mit einer anderen Frau im Bett. Außer sich vor Wut und Enttäuschung greift Sharon zu Johns Pistole und zielt auf ihn und seine Gespielin. Als John versucht, ihr die Waffe zu entreißen, löst sich versehentlich ein Schuss und Sharon sinkt tödlich verletzt zu Boden. Da es sich um Notwehr handelte, ist John vor dem Gesetz her unschuldig. Doch Sharons beste Freundin will ihren Tod rächen. Als John gerade im Garten Rasen mäht, taucht sie unerwartet auf und feuert eine Kugel in seine Richtung. Doch die Kugel verfehlt ihn und trifft dabei einen Baum. Er hatte es jedoch durch die Lautstärke des Rasenmähers nicht gehört. Es handelt sich jedoch dabei um jenen Baum, in den John und Sharon einst verliebte Herzen und ihre Initialen geritzt hatten. Einige Jahre später ist John wieder verheiratet und seine neue Frau drängt ihn dazu, den Baum endlich zu fällen. Als nächstes setzt John die Kettensäge an dem Baum an. Die Kettensäge trifft die Kugel, die noch im Baum steckte, und schleudert diese geradewegs in Johns Herz. John stirbt und Sharon bekam Jahre später noch ihre verdiente Rache. Diese Geschichte gehörte zwar nie zu meinen bevorzugten Folgen, doch interessant ist sie allemal. Denn wie wahrscheinlich ist es schon, dass John mit der Kettensäge ausgerechnet die Kugel trifft, die im Baum steckte? Und wie wahrscheinlich ist es wohl, dass diese ihn auch noch genau ins Herz trifft? Aber genau das ist auch die Frage. Ist es wahrscheinlich genug, um eine wahre Geschichte zu sein? Darüber lässt sich wahrlich streiten. Es gibt durchaus eine Hintergrundgeschichte zu dieser Folge, doch diese ist recht schwierig einzuordnen. Und ich will euch auch sogleich erzählen, warum das so ist. Hier also die vermeintlich wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Der Hochzeitstag. Henry Ziegland war ein gewöhnlicher Bauer aus Honey Grove in Texas. In den 1880er Jahren passierte es jedoch, dass jemand einen Groll gegen ihn hegte. Sehr wahrscheinlich war es sein Bruder, der eifersüchtig auf das Familienglück Henrys war, wobei das keineswegs sicher ist. Der Groll gegen ihn entlud sich dadurch, dass jemand auf Henry schoss. Die Kugel streifte ihn jedoch nur, weshalb er diesen Anschlag beinahe unbeschadet überlebte. Stattdessen traf die Kugel letzten Endes den Baum auf seinem Grundstück. Er fand nie heraus, wer auf ihn gefeuert hatte, doch er hatte, wie bereits erwähnt, seinen Bruder in Verdacht, konnte es jedoch nicht beweisen. So vergingen die Jahre und Henry dachte irgendwann nicht mehr darüber nach. 20 Jahre nach dem Anschlag fällten Henry und sein Sohn den Baum, um aus diesem Feuerholz zu hacken. Das Holz war jedoch so zäh, dass es beinahe unmöglich war, das Holz mit einer Axt zu gewinnen. Also bohrten sie einige Löcher in den Baum und steckten kleine Mengen Dynamit in die Löcher. Henry und sein Sohn entfernten sich etwa 15 Meter vom Baum und zündeten das Dynamit. Als die Explosion schließlich eintrat, löste sich die 20 Jahre zuvor abgefeuerte Kugel aus dem Baum und wurde mit großer Wucht genau in Henrys linke Schläfe geschleudert. Dieser war sofort tot und der Mordanschlag glückte somit 20 Jahre später doch noch. Das ist erstmal die grundsätzliche Hintergrundgeschichte. Und zunächst sollte man meinen, dass damit alles gesagt wäre, denn immerhin existieren auch Fotos des Baumes und sogar Fotos der Kugel.
Doch ich muss leider sagen, dass es zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass die Geschichte, die hunderte Male in Zeitungen erschien, nur eine Erfindung bzw. eine Fälschung ist. Denn zunächst einmal findet sich in den Einwohnerregistern von Honeygrove niemand mit dem Namen Henry Zeigland. Für diesen Namen oder ähnliche Personen, die auf die Beschreibung zutreffen würden, finden sich in ganz Texas tatsächlich keine Daten. Und die Henry Zeiglands, die man dabei finden kann, kommen unmöglich als jener aus der Erzählung in Frage. Grundsätzlich müsste das erstmal nichts heißen, weil die Medien durchaus den Namen geändert haben könnten. Doch auch findet sich sonst keine Person, auf die das Ganze zutreffen würde. Zum ersten Mal erwähnt wurde die ganze Geschichte am 24. März 1905 in den Jackson Evening News. Dann wurde es von weiteren Zeitungen geschrieben, wobei sich die Geschichte nach und nach immer weiter veränderte. Hieß es zunächst noch, dass Henrys Bruder eifersüchtig auf ihn war, so wurde daraus bald, dass er eine Frau betrog oder diese sogar in den Selbstmord trieb. Beispielhaft dafür ist zum Beispiel folgende Einleitung aus der Texas Tribune. Vor 20 Jahren ließ Henry Zeigland, damals ein gut aussehender, wohlhabender junger Mann, die schöne Maisie Tichnor im Stich und das Mädchen beging Selbstmord. Zitat Ende. Maisie Tichnor ist dabei ein neuer Name, nach dem ich suchen konnte. Doch auch dabei kam nichts heraus. Nirgendwo in Texas fand ich eine Person mit diesem Namen, die in den 1880ern zu Tode kam. Nachdem diese Geschichte im Jahr 1905 weite Verbreitung fand, verschwand sie auch bald wieder in der Versenkung. Doch aus unerfindlichen Gründen tauchte sie im Jahr 1913 plötzlich wieder auf. Die Namen blieben dabei dieselben, doch die Zeitungen beschrieben 1913 diese Geschichte als aktuellen Fall. Nur dieses Mal war die Geschichte sehr viel ausgeschmückter, mit viel mehr Dramatik und auch mit den finstersten Intrigen. Die erste Zeitung, die im Jahr 1913 davon schrieb und es als aktuellen Fall ausgab, war die Edmonton Sun aus Kanada. Bald darauf folgten weitere Zeitungen in New Orleans und in Buffalo. Und dann folgten auch internationale Zeitungen, wie zum Beispiel die Neue Preußische Zeitung, die über den seltsamen Fall der späten Rache in Texas berichtete. Sieht man mal von den überambitionierten Verhalten der Zeitung ab, so bleibt es trotzdem fraglich, ob die ursprüngliche Geschichte jemals passiert ist, denn der Name der ursprünglichen Geschichte ist in keinem Archiv zu finden. Und somit bleibt uns nur, dass X-Faktor sich an einer vermeintlich wahren Geschichte bedient hat, die aber zumindest fraglich erscheint. Und das war die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Der Hochzeitstag. Ein bisschen ernüchternd ist das schon, wenn man bedenkt, dass X-Faktor durchaus echte Hintergrundgeschichten hat, die wirklich unerklärlich sind. Aber zumindest wissen wir jetzt, auf was diese Folge genau beruht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias, insbesondere Instagram, und abonniert gerne auch meinen Kanal, falls ihr weitere X-Faktor-Folgen gelöst sehen wollt und wenn ihr gerne paranormale Fälle mögt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.